Legt ab den Hass, das Selbstvergessen. Macht eure Herzen auf. Seht Großmut mit Gefühl und Hoffnung und tragt es in die Welt hinaus. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur feierlichen Eröffnung der Interkulturellen Tage 2015. Grüß Sie, Lento. Ahlan wa sahlan. Dobro pozdravljat. Welcome. Ahlan wa sahlan. Hoyo hoyo. Ja, wunderschön. So viele Sprachen in der ganzen Welt. Leben ist Vielfalt. Vielfalt ist Leben. Da Leben Vielfalt ist, lasst uns Vielfalt leben. Vielen Dank. Ich vertrete alle diese drei Kulturen und alle diese drei Herkünfte. Und wenn ich hier in Europa, hier in Deutschland, fühle ich mich natürlich, ich habe das alles, was ich schon gesagt habe, plus mit Dresdnerin. I wanna play some intercultural dirty reggae right here, right now, Dresden. Herzlich willkommen zu unserem 25. interkulturellen Straßenfest hier auf dem George-Commandai-Platz. Für uns ist das Straßenfest immer ein Höhepunkt von den Veranstaltungen. Es ist viel los, wir haben ein wunderschönes Bühnenprogramm. Wir haben heute 37 Stände hier vor Ort. Man kann basteln, es gibt Leckeres zum Probieren, es gibt schöne Musik, es gibt schöne Bühnenbeiträge. Dresden ist eine weltoffene Stadt. Und wir hoffen, dass auch Dresden weltoffene Stadt bleibt. Wir sind vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Medea. Und da machen wir eben Angebote für Mädchen und Frauen. Und wir arbeiten eben auch für Migrantinnen, für asylsuchende Frauen. Und uns ist es einfach wichtig, hier mit dabei zu sein, uns hier auch bekannt zu machen und auch als Ansprechpartnerin zu gelten. Wir machen hier immer was Besonderes, einen Bastelstand, sowas machen wir sonst nicht. Wir sind ja eher für Gesundheit zuständig. Hier ist es uns einfach wichtig, eben wirklich ein Stück bekannt zu werden und einfach ein schönes Angebot zu machen. Und es macht immer Spaß, hier zu sein. Ich bin mehr oder weniger seit 25 Jahren hier vertreten, habe mitorganisiert, mitgemacht. Und ich finde, Jahr zu Jahr sehe ich mehrere Leute, sich dafür wieder interessieren oder neugierig sind oder anzuschauen kommen. Und das finde ich meinerseits hervorragend. Also das hat eine große Multiplikatorenwirkung. Und es ist ein Fest,
was uns zusammenbringt. Wir möchten friedlich miteinander zusammenleben, gegenseitig tolerieren und gegenseitig verständigen. Und ich denke, so ein Fest ist die Krönung für solche Sachen.